Ein paar Video früher habe ich mit Hilfe des Durchflutungsgesetzes von Ampere gezeigt, wie man die Magnetfeldstärke im Innern von Spulen rechnen kann. Als Beispiel habe ich die Ring- oder Torusspule genommen. Die hat ein ringförmiges Magnetfeld im Innern und die Stärke dieses Magnetfeldes ist proportional zur Zahl der Wicklungen, umgekehrt proportional zum Abstand vom Zentrum und natürlich proportional zur Stromstärke, die das Magnetfeld ja schließlich erzeugt. Man kann dann eine Abkürzung einführen, nämlich Wicklung pro Umfang, also pro Länge. Und dafür schreibe ich ein kleines n und dann hat man die magnetische Feldkonstante mal diese Wicklung pro Länge mal die Stromstärke, also eine sehr kompakte Formel. Diese Formel kann man auch anwenden auf die Zylinderspule, denn die Zylinderspule kann gedacht werden als Stück einer sehr, sehr großen Ringspule. Also man hat hier die gleiche Zahl, außer dass hier μ steht und hier μ0. μ0 ist die Feldkonstante, die bezieht sich aufs Vakuum. Und wenn man hier drin Stoffe hat, also Materie, dann wird das Feld verändert und das korrigiert man mit einer Zahl der Permeabilitätszahl. Und Permeabilitätszahl mal Feldkonstante gibt dann die Permeabilität selber. Aber das sind nur Wörter, die kann man auf Wikipedia ja nachlesen. Ich habe dann ein paar Videos später das Induktionsgesetz eingeführt, nämlich wenn sich der Fluss durch eine Fläche ändert, also der magnetische Fluss, dann ist die Änderungsrate gleich der induzierten Umlaufspannung. Es gibt also ein induziertes Wirbelfeld, und zwar ein elektrisches. Also die Flussänderungsrate durch eine Fläche gibt eine Umlaufspannung auf dem Rand dieser Fläche. Das ist das Induktionsgesetz. Wenn man das anwendet auf die Ringspule, hier das Magnetfeld, hier der Fluss, und dann kann man hier die Flussänderungsrate rechnen, bei der Zylinderspule natürlich analog. Und dann bekommt man die Umlaufspannung. Man muss einfach daran denken, dass natürlich in jeder Schleife eine solche Spannung induziert wird. Und deshalb kommt hier noch der Faktor n dazu. Das heißt, netto haben wir dann ein n Quadrat. Also hier geht dann die Wicklungszahl quadratisch ein. Wir haben also den Zusammenhang, dass die Spannung mit der Stromstärke-Änderungsrate zusammenhängt und dazwischen haben wir einen systemspezifischen Faktor. Und diesen Faktor nennt man Induktivität. Die Induktivität ist definiert als Verhältnis zwischen Spannung über einem Objekt und Änderungsrate der Stromstärke durch das Objekt hindurch. Die Induktivität hat die Einheit Henry. Wir haben also bei der Ringspule diese Induktivität und wir haben bei der Zylinderspule eine ähnliche Induktivität. Ich kann mich erinnern, dass ich auf die Vorbereitung auf die Matura, die ich auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe, diese Theorie auch gehört habe. Und ich weiß, dass an den meisten Mittelschulen das noch gemacht wird. Aber ich finde das grenzwertig. Das ist eigentlich viel zu kompliziert für eine Mittelschule. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt 1000 Absolventen von einer Mittelschule befragen würde, sagen wir ein Jahr nach dem Abitur oder der Matura, wie viel sie von dem noch wissen oder begriffen haben, dann wäre das Resultat erschreckend, und zwar sehr erschreckend. Ich habe diese Theorien, die ich hier bringe, vor 20 Jahren am Technikum Winterthur gebracht für hauptsächlich Maschinenbau-Studierende. Und damals hatte ich 480 Kontaktlektionen über 4 Semester. Ich hatte also ziemlich viel Zeit, um die Physik zu unterrichten. Das hat, sagen wir, bei der Hälfte oder einem Drittel der Studierenden funktioniert, wenn ich diese Theorie gebracht habe. Und vom Rest bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht viel hängen geblieben ist. Heute habe ich viel weniger Kontaktstunden, so etwa 150. Und ich habe meinen Physikkurs völlig umgestellt, eben auf die Systemphysik. Und ich bin mir überzeugt, dass ich da
Wesentliches vermittle, als wenn ich die ganze Feldlehre ausbreite und niemand begreift die zentralen Zusammenhänge. In der Systemphysik beginnt man mit der Hydraulik und lernt dort, was ist eine Bilanz, welche Rolle hat die Energie, was ist eine Kapazität, was ist ein Widerstand. In der Hydraulik gibt es verschiedene Arten von Widerständen und was ist eine hydraulische Induktivität. Und dann übertrage ich dieses Schema auf die Elektrizitätslehre. Und dann haben wir hier eben auch eine Kapazität, oder wenn man es umschreibt, also Q mit Hilfe der Bilanz auf den Strom übersetzt, dann bekommt man, weil man ableiten muss, U Punkt gleich 1 durch C mal I. Und dann hat man hier alle drei Gesetze. Und das ist ein Energiespeicher, das hier ist ein Energiespeicher und das ist ein Energiedissipator. Das heißt, ich erzähle praktisch nichts über Felder. Alles, was ich jetzt hier gemacht habe in der Feldlehre, das ist reines Hobby. Aber ich komme dafür zu den wesentlichen Systemeigenschaften. Und ich bin heute überzeugt, gerade in Kombination dann mit der Mechanik, wo ich den Impuls als Grundgröße einführe oder den Drehimpuls und dann ein ganz modernes Konzept vertrete, dass ich heute viel, viel weiter komme in weniger Stunden als vor 20 Jahren. Natürlich, die Feldlehre gefällt mir, deshalb mache ich ja auch diese Videos. Aber ich denke nicht, dass man allzu viel über Induktionsgesetze erzählen soll, wenn die entsprechenden Strukturen noch nicht geklärt sind.